So, da bin ich wieder. Ja, ein bisschen kann ich natürlich noch machen. Oh, da ist gerade mein Buff runtergegangen. Sonst ist alles okay. Ich musste gerade mal warten, bis sich die Frames wieder ein bisschen erholen. Ja, dann gehen wir da einfach nochmal hin. Ups. Oh, ich dachte schon. So richtig frisch sieht es immer nicht mehr aus, ne? Nö. Und die sollen mir gegen Nämon helfen. Na gut. Wir werden jetzt jedenfalls erstmal wieder runterklettern von diesem Berg, um natürlich noch die Quest zu lösen, die wir vorhin angenommen haben. Ups. Schön abgeschmiert. Aber vom Feinsten. Wo bin ich denn? Ich will jetzt hier hin. Dahin? F. Da will ich hin. Drehen, da will ich hin. Okay. Immer schön abgeschmiert gerade. Auch nicht schon wieder. Schön auf den Bären gesprungen. Ah, super. Na, komm her. Noch ein. Hier, hast du noch ein. Schön. Grüße. Wer ist denn Kirin? Ihr habt den ganzen Spaß verpasst. Was denn für ein Spaß? Ach so, den Spaß. Ihr habt die alle umgebracht. Grüße. Grüße. Ups. Warte mal, das Auge kann ich gerade mal aktivieren. Wenn ich schon mal hier bin. Steinturmtal. Das ist doch der. Ach, das ist der Steinturm. Hallo? Was ist denn das hier? Oh. Nee, Sack wollte ich nicht. Wenn, dann Rucksack. Hol den immer mit. Was ist denn das? Fleischfliegen? Wildfleisch? Wildfleisch habe ich doch schon einmal. Dann kann ich auch dreimal mitnehmen. So, wo bin ich denn und wo muss ich hin? Achso, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Bitte sagen Sie jetzt nichts. Nein, will ich jetzt nicht. Wer ist das? Ein Händler? Ein Reisender? Warte mal. Ignoriert mich einfach. Nö, will ich aber nicht. Ich wollte mal gucken, was du Schönes hast. Schrott. Komm, dann verkaufe ich dir noch was. Ja, das war's eigentlich schon. Was ist das da? Nix. Was ist denn das da für ein Zelt? Ach so, da war dieser Oger drin, den wir anfangs gehauen haben. Ich erinnere mich. So, jetzt gehen wir erstmal dieses komische. Ja, Dorf oder was soll das sein? Mal gucken. Logage Rabauke. Stufe 30. Ach ja, das sind die Orks hier. Ich versuche mich erstmal durchzuschummeln. Mal sehen, wie gut das klappt. Tja, wo muss ich denn hin? Er hört Stimmen in seinem Kopf. Keine Sorge, das sind gute Leute. Ganz ruhig, vorsichtig. Da soll ich jemanden retten, okay. Hallo? Na, willst du auch noch mal? Weg mit dir.
Was zum... Okay. Komm, Nilas. Ihr? Könntest du... Wer seid ihr? Eganor schickt mich. Ich bin hier, um euch zu befreien. Ich hätte nicht gedacht, dass uns noch irgendwer helfen könnte. Tja. Vielen Dank. Wo sind die anderen? Turunas und Pariel sind fort. Die White-Orks haben sie mitgenommen. Ich habe sie schreien hören. Ich erwarte nicht, sie wiederzusehen. Ich rutsche immer den Stuhl runter. Ich muss mich mal wieder hinsetzen. Ich weiß es nicht. Haltet still, es wartet. Tut mir leid. Lasst mich die Fesseln lösen. Schön ausreden lassen. So, haut ab. Tschüss. Bitte, lasst nicht zu, dass sie mir etwas antun. Ja, ja, ja. Ich doch einmal nicht wie... Ich bitte euch. Mimi. Was? Wo? Oh. Und hier. Ein da. Hau ab. Extra noch einen Punkt gesetzt. Ich wette, in diesem Orklager gibt es irgendwo noch ein Buch oder ein... Oh. Ja, hast du gedacht, ne? So. Ich bin's nicht. Ich gehe erstmal ein bisschen hoch. Ich versuche das so gut wie möglich mal im Verborgenen zu machen. Weil ich doch eigentlich auch mal Spaß dran habe. Hier ist Holz. Dann entberge ich mich mal. Und wieder verbergen. Über die Berge. Da oben ist eine Höhle oder hinten auf dem... Kann ich gar nicht genau erkennen. Vielleicht ist er hier drin. Ach, da oben. Psst. Hey. Ihr da. Grüße. Ich werde zahlen, was ihr auch fordert. Helft mir einfach. Ich gebe alles, um sie zurückzubekommen. Wen denn? Pariel, meine tapfere, mutige, geliebte Pariel, meine Frau. Die Waldorks haben uns gefangen genommen. Sie taten uns Unaussprechliches an. Sie wollten mich töten. Sie wollte nicht mit ansehen, wie ich sterbe. Sie hat sie alle getötet. Aber jetzt ist sie verschwunden. Wenn sie alle getötet hat, warum sind noch alle da? Wie konnte sie entkommen und wie seid ihr eigentlich freigekommen? Pariel hat unseren Pakt mit Ifre gebrochen. Sie hat was? Sie hat Hyrcine, den Herrn der Jagd, angerufen. Er hat sie verändert. Jetzt muss ich ihr auf Ifres Geheiß hin ein Ende machen, bevor sie jemand anderem etwas antut. Hä? Sie flüchtete in diese Höhle. Sie kennt meinen Geruch. Ich komme nicht an sie heran. Na gut. Sie ist nicht bei Verstand und voller Wut über die unsere Bestien Behandlung. Von Falinesti. Wenn sie auf euch zukommt, bitte, überwältigt sie, aber tötet sie nicht. Wie spüre ich eure Frau? Ich habe keine andere Wahl. Was Pariel tat, läuft dem grünen Pakt völlig zuwider. Sie hat sich selbst zu einem Ungeheuer gemacht und sie kann sich nie mehr zurückverwandeln. Ich kann sie nicht weiter so ungezähmt umherstreifen und andere einfach abschlachten lassen. Das bin ich ihr schuldig. Wie spüre ich eure Frau auf? Jetzt aber. Wie es jeder Jäger tun würde. Sucht nach Hinweisen in der Höhle. Hier ein umgeknickter Stängel, dort zertrampelte Erde. Alles, was darauf hindeutet, dass sie unlängst vorbeikam. Ihr sagte, dass hier Sine Pariel verändert hätte. Was meint ihr mit verändert? Ich habe keine andere Wahl. Was Pariel tat, läuft im... Ja, den Geschichten zufolge erhielten die Bosma ihre Gestalt von Ifre. Sie symbolisiert den Bruch mit unserem wilden Wesen. Okay. Pariel hat den Herrn der Jagd angerufen. Sie gab ihrem wilden Wesen nach und schlachtete die Orks ab. Sie tat es nur, um mich zu retten. Nun gut. Jetzt hat sie also dich gerettet und ist in ein Monster verwandelt worden? Durch ihre Anbetung? Habe ich das richtig verstanden? Lass mich doch erst die anderen retten. Und so vielleicht. Nein. Jetzt sag mir nicht, ich soll da auch wieder rein. Oh. Hallo, 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 Lin. Dieser Bosma wurde zu Tode gequält. Da kann man nichts mehr tun. Nun, für einen kam er bereits zu spät.
Oh. Hey, ein Buch. Okay. Ist auch noch jemand? Ihr da! Ihr gehört nicht zu diesen Wilden. Schnell, befreit mich! Dann noch, schick mich. Ich hole euch hier raus. Raus? Nein. Nicht nach dem, was sie getan haben. Diese Waldorks haben diese heilige Stätte geschändet. Sie spucken auf die alten Bräuche. Sie haben die Gläubigen gefangen genommen. Meine Brüder und Schwestern. Und sie haben uns gefoltert. Die Waldorks werden in gleicher Münze dafür bezahlen. Wie wollt ihr das machen? Mit Tod. Tod aus den Bäumen, Tod aus dem Gras, Tod aus dem Nebel, dem Wasser und den Felsen. Diese Waldorks mögen den Tod nicht fürchten, aber sie werden mich fürchten. Übertreibt ihr nicht? Nein, nein, sie übertreibt nicht. Lasst mich euch erst von diesen Fesseln befreien. Findet Fahnenhull. Trefft mich unter der Waldorkfeste. Die Orks müssen bezahlen. Wie komme ich denn da oben hin? Dahin. Besiegt Aldolin, findet Fanri. Na gut, den einen holen wir noch. Und dann gehen wir in die Höhle. Hab ich da oben etwa einen vergessen? Ups. Puh, das war knapp. Erstmal hier hoch. Ach dort, tatsächlich. Hatte ich übersehen. Ihr seht aus. Ihr habt mich gefunden. Gut. Ach so, du bist es. Und dein Plan? Es bringt gar nichts, das Fußvolk zu töten. Diese Waldorks feiern Gewalt. Ihr Häuptling ist achtlos mit dem Leben seiner Krieger. Nein. Wir müssen Heim und Herd des Häuptlings zusetzen. Wie? Der Kriegshäuptling darf nicht sterben, bis er meinen Schmerz und den Schmerz meiner Gläubigen verspürt hat. Er wird mit ansehen, wie seine Angehörigen ermordet werden. Einer nach dem anderen. Er wird toben und heulen. Erst dann werde ich ihm den Tod gewähren. Ihr wollt seine ganze Familie ermorden? Ein Leben für jeden meiner Gläubigen. Duschgor, sein Folterknecht. Rog, sein Sohn. Tuschlek sein Jagdweib, Graschla sein Herdweib. Erst wenn sie alle tot sind, werde ich es Häuptling Gorsesch erlauben, selbst zu sterben. Das ist eigentlich eine sehr schwierige moralische Frage. Ist es drakonisch, also man sagt ja drakonische Gesetze, Tod mit Tod begleichen, ist es wirklich in Ordnung, wenn deine Familie getötet wurde und du tötest dafür seine Familie und ich weiß nicht. Also sich selbst in so eine Lage überhaupt gedanklich hineinzuversetzen, ist schon ziemlich schwierig. Also, na, was heißt schwierig, aber unangenehm. Und dann zu sagen, ich sollen alle sterben, weil auch alle. Da widerspricht eigentlich der gute Wille und der Menschen. Also der gute moralische Grundsatz spricht da eigentlich dagegen. Was würde das lösen? Ja, das ist eigentlich so die Kernfrage. Lösen? Ihr tut so, als ob das eine Art Rätsel wäre, das es zu entschlüsseln gilt. Der einzige Weg, um das zu verhindern, besteht darin, eine unmissverständliche Botschaft zu schicken. Ich denke, tot, wenn ich das Gute Botschaft, die selbst daran. Orkischer Abschaum versteht. Helft mir oder geht mir aus dem Weg. Ich helfe euch nicht bei eurer blinden Rache, ihr seid auf euch allein gestellt. Gut, ich werde euch helfen, Rache an diesen Ort. Nein, ich will euch nicht helfen. Dann geht. Findet Elganor und holt euch eure Belohnung. Aber erzählt ihm auch von Halalins geschändeter Leiche und dass ihr mir nicht helfen wolltet, ihn zu rächen. Ich werde dem selbst ein Ende machen. Dann wünsche ich euch viel Glück. Und ich hoffe, das ist es wert. Und wir befreien jetzt die Frau. Jetzt muss ich mich irgendwie wieder runterschummeln. Ja, beide gerade denselben Text gesagt.
So, ab in die Höhle mit uns. Denn dort wartet ja noch Aldaurin? Aldaurin? Pariel. Gut, von mir aus auch die. Was? Gestörte Vegetation. Etwas Großes ist erst kürzlich an dieser Pflanze vorbeigegangen. Hat mehrere Stängel abgebrochen. Er hat sich tiefer in die Höhle begeben. Gut, schauen wir weiter. Ups. Was stöhnt denn da so? Hier kämpft jemand. Warum flüstere ich überhaupt so? Schlammspuren. Hallo? Ich sollte jetzt eigentlich mitkämpfen, aber ich will nur... Etwas hat riesige Abdrücke in diesen Schlamm hinterlassen. Es scheint auf vier statt auf zwei Beinen gegangen zu sein. Was? So? Wo ist denn da unten? Was ist das? Okay, das ist ein Bär. Schauen wir mal weiter. Ein Krieger. Hey, lebst du noch? Das Genick dieses Waldorks wurde mit unglaublicher Kraft gebrochen. Eine Blutspur führt über den Klippenrand und große Klauenspuren finden sich im Felsen. Anscheinend ist etwas hinuntergefallen. Tja, so viel dazu. Hier war ich schon. Das hört sich alles nicht so an, als ob... ich glaube, ich habe mich verlaufen. Da ist noch ein Hinweis. Das hört sich nicht so an, als ob das noch ein Mensch wäre. Bin ich richtig? Bin jedenfalls nicht falsch. Also. Ach, das sind zwei Höhleneingänge. Okay. Komme ich denn hier irgendwo... Komme ich irgendwo sicher runter? Hängende Ranke. Ja, ich kletter mal runter. Da. Was ist hier los? Blutbeflecktes Laub? Hallo? Wie? Getrocknetes Blut klebt an diesen Blättern und den Felsen. Blutige Abdrücke führen nach Osten. Nach Osten? Lösen hier auch Osten? Noch da drüben. Geh schon gleich mal gucken. Hallo? Die Schwinge geht mir gleich leicht auf den Pinsel, weil die ständig im Bild rumfliegt. Wo geht's hier lang? Ja, ich glaube, da geht's wieder raus. Das machen wir später. Ein Bär. Magischen Bogen? Oh, Verzeihung. Ja. Keine Magie. Hey, ich war doch verborgen. Ach du Scheiße. Na, wie wär's denn mit ein bisschen Blitz? Autsch. So, Freundchen. Hey. Hallo? Er ist weg. Oder sie ist weg, vielmehr. Halt! Tut dir nicht weh! Pariel, ich bin es. Was? Wo? Wer? Wie? Hä? Was hat euch geschehen? Ich glaube, ich sollte... Ich musste es tun. Ihr habt in den Ruinen von Edstuin gestanden. In den Hallen der Uralten. Tonoras? Sie ist verletzt. Habt ihr sie verwundet? Sie hat mich angegriffen. Ich habe sie gebändigt, wie ihr es erbeten habt. Erbieten? Gebändigt? Ja, ich verstehe. Es tut mir leid. Jetzt lasst uns bitte allein. Ich habe mein Bündel am Eingang der Höhle gelassen. In ihm ist alles Gold, was ich habe. Es gehört alles euch.
Warum habt ihr es so eilig, mich loszuwerden? Es tut mir leid. Ich war verzweifelt auf der Suche nach Hilfe. Verzweifelt genug, um die Wahrheit etwas einzufärben. Pari hat das getan. Sich selbst geopfert, um mich zu retten. Wie kann Ifrit von mir verlangen, dass ich sie töte? Ich liebe sie. Ich kann sie nicht wie einen gemeinen Wolf abschlachten. Warum sollte ich sie dann aufspüren? Das ist der einzige Weg, wie wir zusammen sein können. Ich werde zu Hesine beten und bis ans Ende unserer Tage an der Seite meiner Frau jagen. Aber lasst uns jetzt bitte allein. Das geht nur Hesine und mich etwas an. Ich habe den Text gerade schon gelesen, das ist aber schon ein harter Tobak. Lass uns das noch einmal Revue passieren. Seine Frau und er wurden von Waldorks gejagt. Sie hat dafür den Waldgott Ifrit abgeschworen und an Hesine gebeten, den Jagdgott, ich bin da gar nicht so sicher, Hesine angebeten. Damit hat sie ihre Gestalt verloren, ist in einen Bären verwandelt worden, in die Höhle geflohen, hat alle Orks abgeschlachtet, Klammer auf, die leben aber noch, Klammer zu, und ihr Mann hat uns jetzt gebeten, sie zu bändigen, zu töten, zur Ruhe zu bringen. Und jetzt liebt er sie doch noch. Ist das nicht schön? Ich kann jetzt entweder sagen, gut, ich werde euch eurem Ritual überlassen, oder tut das nicht, wenn ihr euch selbst in eine wilde Bestie verwandelt, hat sich eure Frau für nichts und wieder nichts geopfert. Das ist schwer. Aber ich würde trotzdem sagen, wenn die beiden sich lieben, dann auch als Bestien. Was heißt Bestien? Sie ist ein Bär. Wenn er jetzt aber mit dem Ritual fortfährt, wenn er auch Ifrit abspürt und Hesine anbetet, wird er doch auch zum Bären. Wenn sie beide Bären sind, warum nicht? Nichts geht über Bärenmarke. Was? Also ich würde ihnen eher das Ritual überlassen, als zu sagen, gut, wir töten den Bären und ihm geht's dann wieder gut. Macht das Beste aus euch. Danke für euer Verständnis. Nach der Verwandlung werden Pariel und ich diese Höhle verlassen und tiefer nach Valenwald hineingehen. Doch ihr solltet nun besser fort. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich während der Verwandlung noch beherrschen kann. Macht's gut, mein Freund. Lebt wohl. Warte, Screenshot. Nein, so. Muss ich doch ab und zu mal machen. Naja, naja. So, dann gehen wir mal weiter. Raus. Durchsucht den Rucksack. Natürlich ist er genau an dem Ausgang, wo wir rauskommen. Pariel zerrissene Kutte. Danke dir. Abgeschlossen. Die Bestien von Falinesti. Abenteurer in Grünschatten. Errungenschaft ist das. Nee, warte. Ups, Entschuldigung, ich war noch nicht so weit. Oh. Da hast du einen. Ah, hier ist ja noch einer. Au. Und. Hallo? Kann ich. So? Aha. Oh, Wildfleisch. Schweinefleisch, Schwein. Nee, Schweinefleisch wollte ich nicht. Wenn, dann Wildfleisch. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Dahin. Wie komme ich da hin? Verfolgt mich jemand? Nee. Ups. Aldolin. Ja, dann machen wir das mal so. Gut, das hat ja funktioniert. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Raus? Ah, da. Sauterion. Mit Eganor. Das machen wir noch. Ich wollte aber langsam die Aufnahme beenden. Weil ich eigentlich schon eine Stunde länger mache, als ich eigentlich wollte. Naja, was Spaß macht, macht eben Spaß. Eigentlich wollte ich auch mal mit den anderen Kollegen mal wieder spielen, aber zurzeit sind wir da mehr in Minecraft aktiv. Das seht ihr natürlich auch noch oder nicht mehr täglich. Ich habe gerade keinen Überblick mehr über die Folgen.
Weil es einfach so viele waren auch in letzter Zeit. Hallo, Sodairion. Ihr seht so aus, als ob ihr den Kampf kennt, mein Freund. Natürlich. Sagt mir, habt ihr Aldolin gefunden? Er liegt dort jetzt, ja. Ihr habt dem Dominion einen großen Dienst erwiesen. Da haben wir ohne jeden Zweifel hat er den Pakt mit Informationen über unsere Truppenbewegungen versorgt. Ihr habt viele Leben gerettet. Wir werden jeden vom Pakt verjagen, der dumm genug ist, weiter in der Gegend bleiben zu wollen. Vielen Dank. Ich danke auch. Abgeschlossen. Rasche Vergeltung. Wir reisen noch einmal zu Eganor. Was ist da hinten? Wollt ihr den Veranfuhl? Nee, das machen wir andermal. Sprech mit Eganor. Genau, da müssen wir hin. Oh, oh. Das arme Pferd. Ups. Braves Pferdchen. Ich wollte da hin. Wie? Wo? Da? Achso. Da hinten. Gut. Das löse ich nochmal fix. Nilas ist wenigstens da. Hallo, Eganor. Nilas ist zurück. Hab Dank. Was ist mit den anderen? Die anderen werden nicht zurückkehren. Fanril wie ihre Rache. Pariel und Tenorat sind Bären und, ja. Verdammte Fanril. Sie hätte sich bei uns Hilfe holen sollen. Die Gläubigen sollten gerecht werden. Aber sie wird niemals allein Erfolg dabei haben. Doch ich kann es euch nicht verübeln, dass ihr euch die Hände nicht schmutzig machen wollt. Damit hat es nichts zu tun. Ihr habt schon mehr getan, als wir euch je vergelten könnten. Vielen Dank. Mir war das eher zuwider, Tod mit Tod zu begleichen. Ich da meine moralischen Probleme mit gehabt. Naja. Abgeschlossen. Ihr habt den Gläubigen an der Falinesti die Frühlingsstätte geholfen. Sehr schön. Wieder ein Quest erfüllt. Das nächste Mal können wir uns in die Höhle aufmachen. Diese Zankweiberbau vielleicht. Oder auch den Veranfuhl läutern. Mal sehen, was wir nächstes Mal Schönes machen. Vielleicht auch den Träumen. Mal gucken. Ich muss aber nochmal sehen, hatte ich einen Level ab? Nee, ne? Ah, hier kann ich noch was tun. Da kann ich noch einen auf Ma. Ja, ich mach mal. Und einen hier drauf, dann sind die Attributspunkte. Ja, das ist ja egal, komm. Die wollte ich einsetzen. Zack. Auf 25 Punkte. Das mache ich irgendwann anders. Gut, Freunde. Das soll soweit gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Elder Scrolls Online. Und ich sage Tschüss, euer Fargsappy.